Willkommen zurück. Ich habe jetzt doch keine Pause gemacht. Ich will es jetzt einfach wissen. Ich will jetzt wissen, wie es da weitergeht. Ich habe ja beim letzten Mal. Schlecht. Ja. Jetzt stehe ich ziemlich ungünstig hier. Verdammt. Ich will wieder hoch. Beim letzten Mal habe ich mich ja gewundert, dass es nicht weitergegangen ist, an der Stelle, wo diese Schranke war. Ich wollte dann einen Penny einwerfen, aber das hat nicht gereicht. Der Automat wollte wohl mehr. Jetzt, ach, ich wollte da nicht runterfallen. Verdammt. Wie, jetzt kommt keine U-Bahn mehr? Oha. Ja. Oh nein, jetzt darf ich da wieder rumklettern. Ja, so ein Scheiß. Ja, der Automat wollte meinen Penny nicht und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es hier irgendwo vielleicht einen Fahrkartenautomaten oder sowas geben muss, womit ich mir vielleicht ein Ticket ziehen kann, mit dem ich dann wieder weiterkomme. Und Servus. Da ist der Typ mit der Falltür. Okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Plan, dass das hier ist. Ja, wenigstens hat er keine Schusswaffe. Also da oben, da stört er mich jetzt nicht so sehr. Der war mal klasse. Also solche Gegner können sie mir ruhig öfter platzieren. Mit denen komme ich klar. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich weiß, dass ich hier schon mal war. Ich wäre eigentlich auch gar nicht auf die Idee gekommen, nochmal hierher zurückzukehren. Das war ja eigentlich ein Versehen, weil ich da runtergefallen bin von diesem Schlammhaufen. Obwohl ich auf die andere Seite springen wollte. Jetzt bin ich gerade ganz froh drüber, weil ich ja so eventuell diese ominöse Falltür gefunden habe. So, da ist der Typ. Der auch. Oh, der hat mal was dabei. Yay, ein Medipack, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da ist jetzt diese Falltür offen. Entschuldigung, wie sollen wir die denn wiederfinden? Und vor allem, was bringt mir das? Da geht's raus. Okay. Nein, geht's nicht. Hallo? Ja, ihr werdet ihr jetzt nicht nur aufgemacht haben, damit ich mich dann an der offenen Falltür freue, ohne dass ich da weiterkomme. Sollte es ein Witz sein? Na also. Oh, ich hab schon gedacht. Es ist. Oh, Musik? Hund, Schläger. Und hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Unheimliche Musik auf jeden Fall. Ja, hier sieht es jetzt irgendwie nicht ganz so runtergekommen aus, finde ich. Jetzt noch Treppen hoch. Ich will nur erstmal schauen, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, was ich sonst übersehe. Da liegt noch was. Wow, nein, 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 nein. Wow. Wow. Gerade noch gesehen, da ist. Ah ja, okay. Ja, gut, da kann man rein. Aber ich wusste ja nicht vorher, was da kommt. Also wie tief es da runter geht. Den kann ich ziehen. Okay. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum diese eine Fliese in der Ecke so seltsam aussieht. Das war gar keine. Das war die Oberseite von diesem Block. Das heißt, ich kann da jetzt wahrscheinlich auch rein. Ja, kann ich. Was habe ich da davon? Ich wollte eigentlich noch die Treppen hochgehen. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich weiß, also kommentartechnisch ist jetzt gerade bei mir totaler Blödsinn angesagt.
Nein, bitte nicht. Ach so, da ist jetzt die Tür aufgegangen. Gut, da komme ich dann dahin, wo ich gerade eben schon war. Aber wenn ich jetzt hier so diese Wände mit diesem Klinkerbau sehe, habe ich gerade ein ganz beschissenes Gefühl. Weil. Ja! Oh Gott! Nein! 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 Oh, Scheiße. Ich hasse es. Boah. Meine Tomb Raider Hassstelle Nummer 1. Zumindest auf der PlayStation. Ich gucke mich hier erstmal um. Aber ihr seht zwei Schalter. Und das sind Zeitschalter. Und die werden eine Tür öffnen, durch die man ganz schwer durchkommt. Das ist eine so widerliche, ätzende Stelle. Was jetzt hier diesen Gang zum Beispiel angeht, habe ich schon wieder gar keine Ahnung, wo der dazu gehört. Okay, da komme ich nicht weiter. Ja, seltsam. Sehr merkwürdig. Aber diese Stelle gerade mit den zwei. Und als ich diese Backsteinwände schon gesehen habe, in diesen engen Gängen, da habe ich mich schon gleich dran erinnert gefühlt. Und ja. Oh Gott. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welchen Schalter ich drücken muss. Also ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Das weiß ich doch. Ich habe diese Stelle so oft gespielt, weil ich da ewig gebraucht habe, bis ich die geschafft habe. Und das muss man dann also irgendwie hochrennen. Und dann gibt es da zwei Türen. Und, oder drei sogar, sehe ich gerade. Okay. Und wenn man ins Wasser fällt, verliert man so viel Zeit. Ich weiß. Und mit diesem Schalter kann man diese Türen öffnen. Und ich, entweder die zweite oder die dritte Tür ist es, die so ganz, ganz schwer zu schaffen ist. Also man darf überhaupt nicht hängen. Ich weiß, ich habe das in Tomb Raider 2 zum Beispiel bei 40 Faden auch gesagt. Und als ich dann endlich wusste, was ich zu tun habe, hat es ja eigentlich ziemlich gut geklappt. Da steht ein alter Tresor rum. Wie geil. Und noch einer. Wo sind wir denn hier gelandet? Sehr komisch. Aber an der Stelle hier werde ich wesentlich länger hängen, glaube ich. Also ich wäre dankbar, wenn es nicht so wäre. Aber vielleicht geht es ja auch wirklich jetzt mit diesem Controller besser zu steuern. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr. Das war jetzt schon mal falsch. Ja. Ich muss das jetzt ein paar Mal ablaufen und ausprobieren. Also man muss dann auch spurten und rechtzeitig aufhören mit dem Spurten, sonst klappt das nicht. Ja, habt ihr das gesehen? Und da, also die mittlere Tür, okay, die kann man noch hinkriegen. Aber die hintere, und durch die muss ich durchzwingen, das ist richtig schwer. Und das war jetzt der rechte Schalter. Und das heißt, für die erste Tür muss ich wahrscheinlich den linken Schalter betätigen. Gott. Ich hätte einfach. Das ist die erste, okay. Ich hätte doch eine Pause machen sollen, glaube ich. Boah! Oder war es die erste, die so schwer war? Ich weiß nicht, die sind alle so kackschnell. Also man muss spurten und eine Rolle machen und was weiß ich was. Es ist so ätzend, ehrlich. Und ich habe mit dem Part erst angefangen. Und jetzt darf ich das mindestens. Oh Gott, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, mit welcher ich anfangen sollte. Ich nehme jetzt die erste. Okay, also wenigstens. Ja, wenn sie so an der Tür hängen bleibt, an den Kanten hängen bleibt, kann man es schon vergessen. Ja, jetzt ist sie ins Wasser gerannt. Aber habt ihr das gesehen? Also, boah. Ich werde da jetzt. Jetzt hängt sie fest. Ich werde in dem Bereich jetzt auch
keine großen Fackeln mehr anzünden, weil es bringt mir nichts. Ich bin dadurch nicht schneller oder sonst irgendwas und was Neues zu sehen gibt es auch nicht. Da müsst ihr jetzt durch. Und ich werde das jetzt versuchen und ich versuche jetzt auch nicht zu genervt zu klingen und ich werde auch versuchen, euch vielleicht nebenbei noch irgendwas zu erzählen. Und wenn es wirklich zu lange dauern sollte, dann habt ihr das gesehen? Das ist so schwer. Vielleicht ist es ja auch nur ein Geheimnis, die erste. Ich weiß es jetzt nicht. Ich versuche es nochmal mit den zweiten. Die waren, glaube ich, etwas länger offen. Und wenn es jetzt wirklich zu lange dauert, dann muss ich das schneiden. Also dann werde ich natürlich trotzdem versuchen. Okay, die habe ich geschafft. Nein! Ah, du blöde Kuh! Jetzt ist sie wieder rausgerannt. Okay, aber das ist machbar. Dann würde ich es natürlich weiter ganz regulär versuchen und würde dann einen Schnitt machen an die Stelle, wo ich es dann vielleicht geschafft habe oder so. Aber noch ist es nicht so weit. Ich versuche das jetzt ganz ernsthaft. Okay, die mittlere Tür ist machbar. Da bin ich nämlich jetzt sogar mal hängen geblieben gewesen und es ging trotzdem. Und wenn sie nicht so dämlich wieder rausgerannt wäre, dann hätte ich das jetzt auch geschafft. Ja, und wenn sie nicht ins Wasser rennt. Da muss man natürlich echt aufpassen. Also von der Stelle habe ich schon fast Albträume gekriegt, weil die einfach so. Es gibt doch. Also das ist eine dieser beiden Stellen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und das ist die, die einfach. Ja, ich habe gesagt, eine ist nervig und eine ist schwer. Eigentlich, die ist beides. Ich habe eigentlich gemeint, dass das die einfach nervige ist, aber die ist auch schwer. Und die andere, die ist besser zu schaffen, aber deswegen mag ich sie auch nicht besonders gern. Könntest du mal. Boah, okay. Eine Tür geschafft. Das werde ich mir auch sofort abspeichern. Weil wer weiß, was ihr noch passiert. Am Ende stürzt mir der PC ab und dann darf ich den Scheiß nochmal machen. Das war die eine Tür. Wenn ich wüsste, dass in den anderen einfach nur Geheimnisse sind, dann würde ich sagen, leck mich doch, ja? Ach nee. Das ist einfach nur. Die hat mir also gar nichts gebracht. Da komme ich jetzt wieder in den Gang runter, glaube ich. Da komme ich nicht weiter, okay. Ja, da rutsche ich jetzt, glaube ich, einfach wieder in den Gang, wo ich gesagt habe, der hat mir ja gar nichts gebracht oder so. Ja, genau. Also, mittlere Tür können wir vergessen. Die ist einfach nur völlig sinnlos. Es war ja auch die leichteste, das war ja klar. Die erste Tür ist richtig, richtig, richtig schwer. Und ich versuche es jetzt weiter mit der. Ja, das brauche ich mir jetzt auch nicht abspeichern. Ja, ich speichere das trotzdem mal. So. Die dritte ist vielleicht zu schaffen. Man braucht wahnsinnig viel Übung und die kriegt man halt nur, wenn man das ganz häufig macht. Und wenn sie nicht stehen bleibt und nicht ins Wasser rennt und. Oh, sie ist drin. Geil. Ja, aber deswegen haben wir die erste immer noch nicht geschafft. Aber vielleicht war das ja nur ein Geheimnis und dann hätte ich das jetzt hingekriegt. Was war jetzt dies? Da ist jetzt irgendwo was aufgegangen. Ja, ich kann ja nur. Also, das ist die Tür, die hinter mir zugegangen ist, und hier geht's runter. Ja, dann gehe ich jetzt hier runter. Ich habe irgendeinen Schalter betätigt. Jetzt bin ich wieder in diesem Scheißgang, gell? Ja, da komme ich nicht hoch. Ich habe einen Schalter betätigt. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Und da irgendwas hat sich da getan bei dem Schalter, aber ich weiß nicht was.
Und ich muss wohl tatsächlich durch die erste Tür. Und oh Gott. Was ist eigentlich hier? Ach so, das ist auch nur schräg. Da komme ich auch nicht hoch. Mann, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Wie lange muss ich denn noch? Gott, ich habe gerade mal die Hälfte. Ich dachte nämlich, ich hatte nämlich schon drauf geguckt, nur jetzt dachte ich habe mich auf der Uhr verguckt, weil, nee, habe ich nicht. Ich muss wirklich noch so oft. Ich habe fast keinen Fehler gehabt. Muss ich dann eventuell, wenn ich jetzt hier so angerannt komme, eine Rolle machen? Das könnte sein. Boah. Also ich muss auch um die Ecke spurten. Ich darf an der Kurve darf ich nicht anhalten. Was für eine beschissene Stelle. Ja, Thema erledigt. Da hat man gerade noch gesehen, wie sie zugeht. Also, ey, Entschuldigung. Das sei mir jetzt bitte gestattet. Ihr Scheißentwickler. Das ist eine so drecksschwere Stelle. Die kann einem echt das komplette Spiel kaputt machen. Weil man da wirklich, wenn man das jetzt eine Stunde probiert oder so, und das kann durchaus passieren, man halt einfach keinen Bock mehr hat und aufhört. Ja, dann spielt man das halt nicht. Weil das will sich echt keiner antun. Ja? Das ist so scheiße. Also ein bisschen mehr hättet ihr da ruhig an Zeit geben können. Geschafft. Ich hab's geschafft. Ey, aber nein, ich hab echt nicht übertrieben. Ja, ihr habt es gesehen. Ich war viel früher teilweise echt schon eine Stunde dran gehängt oder noch länger. Und man hat einfach keinen Bock mehr. Das ist so zum Kotzen und es wird jetzt sofort gespeichert. Und ich muss jetzt echt sagen, oh, falls ihr jetzt irgendwelche Systemsounds gehört habt, das war nur meine Maus, die sich da ein- und ausgeklinkt hat. Ich werde jetzt, also ich zeige jetzt Core Design ganz offiziell den Mittelfinger, nur für diese Stelle. Jetzt ist es aber gut hier mit diesem Geplöppel. So. Okay, also wir haben hier Wasser. Wir haben hier eine Falltür, durch die ich wahrscheinlich irgendwann wieder reinfallen werde, weil ich sehe jetzt nicht, dass ich da hochklettern könnte. Ich gehe jetzt mal ins Wasser. Oh, ist schon wieder so scheißdunkel hier. Da ist ein Gang. Okay, liegt hier vielleicht noch was rum? Also auch mit Fackeln sieht noch mehr Tresore. Also es sieht so aus, als wären wir hier in einer Art Versteck gelandet. Wo alte Tresore aufbewahrt werden, die man vielleicht mal irgendwann geklaut hat oder so. Ich meine, diese ganzen maskierten Typen, die sehen ja auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ja. Ja, sie sind auch nicht sehr nett. Der hat jetzt eine Nagelkeule. Wir hatten auch welche mit Fackeln. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Ich glaube, ich kotze. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Das ist doch jetzt schon wieder genau das gleiche. Das ist der Eingangsbereich. Und in diesem Raum da hinten waren wir auch drin. Ja, Tür ist auf. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Vielleicht war da doch noch was im Wasser oder am Wasser. Das ist also diese Tür, die sich da jetzt gerade für uns geöffnet hatte.
Ich tauche jetzt da nochmal rein. Und dann schaue ich, ob es vielleicht auf der anderen Seite noch weiter ging oder so. So genau hatte ich ja noch gar nicht geguckt. Kannst du dich da auch rausziehen? Ja. Da ist noch eine Nische. Achso, nee, das ist einfach nur die andere Seite von dem Block. Okay, dann gucken wir mal, ob sie da vielleicht doch noch irgendwo hinspringen kann. Also da auf die andere Seite kommt sie wohl nicht, ne? Nee. Na, irgendeine Möglichkeit muss es hier aber schon noch geben. Wenn da schon zwei Ausgänge sind. Ich habe ja da jetzt überhaupt nichts erreicht. Kann sie sich da vielleicht hangeln? Uah. Das ist übrigens die Fackel, die unter Wasser so laut ist. Mir hätte ja diese ganze Rennerei und Schalterdrückerei und so durch diesen ganzen Gänge gar nichts gebracht, wenn ich jetzt hier einfach nur wieder zurückkommen würde. Aber da kann sie sich nicht festhalten, oder? Was soll denn das? Da kann es sich festhalten. Ach so. Ich hätte vielleicht das Gitter zulassen sollen. Da hätte ich mich auf die andere Seite angeln können. Nee, aber ich habe ja das Gitter gar nicht aufgemacht. Es war ja schon offen. Wie kriege ich denn das jetzt wieder zu? War das vielleicht einer... Das war der eine Schalter in der einen Tür, oder? Ah, Moment, da drüben geht es auch noch weiter. Sehe ich jetzt gerade. Da ist noch ein Durchgang. Den hatte ich gar nicht gesehen. Oh nein! Oh, jetzt bin ich wieder da. Oh nein. Muss ich vielleicht den einschalten? Oh Gott. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Echt ehrlich. Welche Tür war denn das? War das die erste oder die zweite oder die dritte? Ich hatte doch irgendwo einen Schalter gedrückt. Wenn ich jetzt den ganzen Scheiß wirklich nochmal machen darf. Oh Mann. Ich bin so genervt. Echt. Vor allem beim zweiten Mal kriege ich das mit Sicherheit nicht mehr so gut hin. Also mit der vorderen Tür. Die anderen beiden, okay, die sind vielleicht noch irgendwie zu schaffen. Aber die vordere nicht. Also jetzt gucke ich erst nochmal hier, ob da der Schalter war. Weil ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich glaube, die Tür war einfach nur für den Arsch. Und entschuldigt, dass ich jetzt mittlerweile meine Wortwahl... die Tür hat mir nichts gebracht, war klar. Dass meine Wortwahl so gossenmäßig ist. Ich mag das eigentlich selber nicht. Das ist einfach nur, weil ich angenervt bin von diesem Bereich. Ja, sie wollte sich gerade nicht mehr weiter bewegen, aber es hat ja gereicht. Okay, das war jetzt ja nicht so das Problem. Die erste Tür ist ja das Problem. Und ich kann den Schalter nicht mehr drücken. Also kriege ich die Falltür gar nicht auf. Kann ich das zerschießen? Nee. Kann ich das ziehen? Nee. Ich meine, ich kriege die Falltür nicht mehr zu.
Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Schalter wirklich für diese Falltür war, aber... Okay, Entschuldigung, aber das lade ich jetzt gerade nochmal. Also, nee, da entschuldige ich mich auch jetzt nicht dafür, das sehe ich gar nicht ein. Weil ich werde dieses Drecksgerenne nicht nochmal machen, wenn es mir gar nichts bringt. Jetzt bin ich ja doch da. Ich hatte doch gespeichert. Wollte ich mich jetzt verarschen? Ich hatte doch... Ja, ich denke doch gerade. Puh. Ich muss die Falltür zukriegen. Und dafür muss es irgendwo einen Schalter geben. Vielleicht ist unter Wasser ja ein Hebel, den ich übersehen habe. Wo wollen sie denn da auch noch einen Hebel versteckt haben? Ja, okay, ich tauche jetzt hier nochmal durch. Also von hier aus... Ja, da hätte ich mich von auch gar nicht so aufregen brauchen. Ich komme ja von hier aus jederzeit in den Raum zurück. Jetzt ist die Tür ja offen. Aber jetzt ist sie offen. Ja, stimmt, der war auch noch da. Ja, ich bin jetzt einfach nur sauer, weil ich jetzt... an dieser Stelle mit der Falltür nicht weiterkommen. Und weil ich nicht weiß, was ich mit dem alten Penny anfangen soll. Und weil ich jetzt hier total festsitze gerade. Zum wiederholten Mal übrigens. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Da bin ich ja vorhin aus Versehen wieder auf die Gleise runtergefallen. Außerplanmäßig. Weil sie sich darüber nicht festhalten wollte. Die Frage ist jetzt, komm ich theoretisch darüber? Ich habe das ja vorhin versucht und dann ja, ist sie abgerutscht. Oder ist gar nicht bis rüber gekommen. Nee, da kann sie auch nichts machen. Da sind nur Fliesen an der Decke, da kann sie sich vielleicht da festhalten. Nee, auch nicht. Nee. Uh-uh. Kann sie vielleicht... Aber hier war ich ja vorhin gestanden und da konnte sie also nicht drüber springen. Ich will aber da eigentlich hin. Bin ich da vielleicht über die Lüftungsschächte hingekommen? Wieso ist sie jetzt runtergefallen? Okay. Ich versuche das nochmal. Ich will da nochmal hin. Weil vielleicht hätte ich ja mit dem Penny da irgendwo was kaufen können oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich finde, man hätte, wenn man London als Themenbereich nimmt für ein Tomb Raider 3 Spiel, für ein Adventure Game mit dieser Jagd nach den Meteoritensplittern und so weiter, dann finde ich, hätte man aus London einen besseren Bereich machen können. Der ist nicht sehr gelungen. Das mit der U-Bahn ist eine geile Idee. Also das gefällt mir schon. Ups. Aber nee, jetzt bin ich hier drin. Oh, Mist. Ich dachte, ich wäre da vielleicht auch rübergekommen. Das mit der U-Bahn ist eine geile Idee. Finde ich schon. Aber insgesamt ist dieses Level oder dieser Bereich, dieser gesamte London-Bereich ja doch eher ja, weniger ansprechend und auch weniger unterhaltsam. Also bis auf diese Sache mit der U-Bahn eben. Das finde ich cool. Aber jetzt davor, das Level, das war jetzt nicht so... Es war eine schöne Idee, London bei Nacht und auf den Dächern rumlaufen und so. Aber auch da hätte man mehr draus machen können. Letztendlich waren wir ja nur in irgendwelchen Hinterhöfen unterwegs. Und ich suche jetzt einfach nochmal, ob es nochmal irgendwo runtergeht. Okay, da liegen nochmal Fackeln, die wir vorhin übersehen hatten.
Ja, ich finde, da wäre mehr gegangen. Also man hätte vielleicht die Tower Bridge mit einbauen können. Man hätte das Vaxikon-Kabinett mit einbauen können. Oder den Tower selber oder sowas. Und ja, und all das hat man halt nicht gemacht. Und stattdessen hat man halt da so ein, ja, Nervlevel hingekotzt. Ja. Und mir ist schon klar, dass ich jetzt zum Beispiel bei Tomb Raider 3 sehr viel kritischer bin, was solche Sachen angeht, als bei Tomb Raider 2. Ich habe das damals, als das Spiel rauskam, gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich fand es gar nicht so schlecht, wie ich es jetzt schlecht rede. Ja, ich weiß, da war ich auch schon. Ich will da jetzt trotzdem nochmal hin. Aber da ich jetzt direkt im Anschluss an Tomb Raider 2 spiele, habe ich halt auch einen direkten Vergleich. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel mehr Medikits habe, heißt das nicht, dass das Spiel einfacher ist. Ganz im Gegenteil. Jetzt stellt euch das, wie gesagt, auf der PlayStation vor mit Speicherkristallen und weniger Medikits. Da geht ihr einfach durch die Hölle. Also ja, ich bin jetzt. Das war doch der Levelanfang, oder? Nee. Nein, das war nicht der Levelanfang. Der Levelanfang war ja das, wo ich jetzt gerade herkomme. Wo ging es denn da nochmal hin? Ich will nur gucken, wo es da hinging. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach so, ja, genau. Hier komme ich ja nicht weiter, weil ich ja nur den Penny habe und mit dem Penny öffnet sich die Schranke nicht. Und diese Tür, die will auch nicht aufgehen, obwohl da definitiv irgendwas dahinter ist. Allerdings sehe ich sehe einen Energiekristall, das ist wahrscheinlich nur ein Geheimnis. Ich gucke noch mal, wie lange ich noch muss. ja, ich glaube, ich kann jetzt einen guten Gewissen Schluss machen. Und ich stehe immer noch auf der Leitung. Jetzt hatte ich mich mal wieder gefreut, dass ich einen Weg gefunden habe und dann hat er mir wieder mal nichts gebracht. Ach so, ja, da war ein Geheimnis drin, das hatte ich schon gefunden gehabt. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich nachgucken werde. Also, ich werde noch nicht mir eine Lösung suchen oder sowas, denn so schwer habe ich das jetzt eigentlich nicht mehr in Erinnerung. Also, dass man gar nicht rauskriegt, was man tun muss. Ich habe schon wieder Schritte gehört. Und die höre ich immer noch. Wo kommen die denn her? Jetzt sind sie weg. Und da, ja, ich sehe. Es ist über uns. Aber ich war doch da überall. Ja. Okay, also jetzt mache ich wirklich eine Pause, weil jetzt habe ich auch gerade keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Aber wie so oft, wenn man dann mal drüber schläft oder so, dann geht es bestimmt wieder besser. Ich bin da auch optimistisch, auch dieses Mal. Wir sind ja immerhin schon ein ganzes Stück weit gekommen. Auch schon bei Bereichen oder Leveln, wo ich gedacht habe, boah, das wird garantiert nichts. Und es hat auch geklappt. Und deshalb freue ich mich trotz allem auf die nächste Folge und schau mal oder hoffe auch, dass wir dann aus diesem Eldritch vielleicht schon rauskommen. Ich weiß es nicht mehr genau, wie umfangreich das Level ist. Eigentlich haben wir ja noch gar nicht so viel gemacht. Ja, wir sind nur sinnlos rumgeirrt. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so lang. Ich weiß es nicht. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.